herzlich willkommen zum Bauerntag 2016 im Volkskunde- und Freilichtmuseum Hochstetter-Hof. Wir haben viele gute alte Bekannte wieder eingeladen und auch ein paar neue Teilnehmer. Besonders stolz sind wir, dass wir von der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft ausgewählt wurden, eines der Vermehrungsbeete für Ackerwildkräuter für Rheinland-Pfalz in unserem Museum zu haben. Die wird uns Herr Weke jetzt ganz genau erklären. Also die meisten Ackerwildkräuter sind einjährig und müssen jedes Jahr neu wachsen. Ja. Brauchen jedes Jahr wieder einen Acker. Am besten einer, der nicht gespritzt ist, damit sie halt vernünftig wachsen können. Mhm. So. Und mein Job ist es halt jetzt, die Standorte, die wirklich schon, ja, also ich sag mal, zum Teil sind die Standorte schon von den Leuten, die Floristen 1800 und sonst wann, haben die mal irgendwelche Standorte mit einem Adonisröschen oder sowas entdeckt. Erstmalig dabei war auch das Besucherbergwerk Fell. Ja, genau. Wir sind hier vom Bienenzucht Verein Konz, machen einen Stand hier im Rochstetter Hof. Wenn Sie bei uns Honig erwerben wollen, wir haben verschiedene Sorten da. Esskastanienhonig, Sommerhonig, Frühjahrshonig, Akazie. Wobei wir dieses Jahr ein sehr schlechtes Honigjahr leider hatten. Früher ging noch einigermaßen, aber der Sommer durch die Witterung, durch Regen und die Kälte haben die Bienen leider sehr wenig eingebracht, sodass wir ein bisschen knapp mit dem Honig dieses Jahr sind und darauf hoffen müssen, dass wir nächstes Jahr unsere Lager wieder ein bisschen auffüllen. Eigentlich wollte ich ja alle Akteure etwas erzählen lassen, aber dann war so viel Lärm und die waren so beschäftigt. Und jetzt gibt es nur noch ein paar schöne Bilder von dem, was hier passiert ist. Hier sehen Sie, wie man früher und zum Teil auch heute noch Obst für den Winter konserviert hat. Entweder einkochen oder dörren. Quittenchilet machen wir jetzt gerade. Das ist der Quittensaft, den wir haben schon entsaftet. Das ist jetzt gerade die Ausbeute von 5 Kilo Quitten. Aber dann konnte man aber auch den Rest noch verwerfen und Quittenbrot ausmachen. Das war ja dann so entsaftet, dass es besser trocknet. Ne? Wenn man es dann im Backofen ausstreicht, wird man halt die Quittenpaste. Ja. Das ist jetzt der Bereich der Irreler Bauertradition, die seit über 15 Jahren jedes Jahr zu unserem Bauerntag kommt. Aber die Menschen, die den Lärm kriegen. Okay, und los geht's.